Diese Anleitung ist auch schriftlich erhältlich im Wikipedia Magazin 2. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Anleitung. Heute häkeln wir zusammen ein kleines Täschchen mit einem Henkel und ich nutze diesmal unser Minigarn oder auch Minis genannt aus Modal mit einem goldenen Glitzerfaden. Das ist fünffach und wir brauchen für das kleine Täschchen 100 Meter. Ihr findet alle Links in der Videobeschreibung und wir brauchen natürlich noch einen Reißverschluss. Das sind hier 15 cm und der Reißverschluss sollte unten geschlossen sein. Also es gibt welche, die offen sind, speziell für Strickprojekte. Dieser sollte unbedingt geschlossen sein für die Tasche. Das ist praktischer. Wir brauchen natürlich eine Häkelnadel. Meine Haupthäkelnadel wird eine Lantern Moon sein. Das sind 3,5 mm und wir brauchen eine Spitze zum Durchstechen. Ich habe hier eine 1,5 mm von Clover. Dann brauchen wir noch eine Schere und eine Wollnadel, um später die Fäden zu vernähen. Wir starten mit der Spitzenhäkelnadel, da wir durch den Reißverschluss stechen wollen, und wir beginnen mit einem einfachen Knoten. Dazu bilden wir einen Kreis, legen den langen Faden darunter und ziehen diesen durch den Kreis durch. Das gibt eine Schlaufe und da kommt der Haken rein. Wir ziehen fest, aber nicht zu fest. Und dann nehmen wir uns unseren Reißverschluss und stechen direkt durch. Dann holen wir uns den Faden. Wir häkeln über dieses kurze Ende einfach drüber. Wir häkeln es mit ein. Ihr könnt es auch später vernähen, aber wir häkeln es mit ein. Aber jetzt nehmen wir den langen Faden und ziehen diesen durch den Reißverschluss hoch, als ob wir durch eine Masche stechen. Dann holen wir den Faden nochmal und ziehen das durch die beiden Laschen durch und das ergibt eine feste Masche. Jetzt stechen wir ungefähr 3 mm weiter ein, als ob es eine normale Masche wäre, stechen wieder durch und ziehen den Faden wieder hoch. Achtet darauf, dass ihr alle Fäden mitnehmt und nichts vergesst. Und dann holen wir den Faden nochmal und ziehen diesen durch beide Laschen durch und haben wieder eine feste Masche. Und das wiederholen wir jetzt entlang des Reißverschlusses. Also ihr müsst ein bisschen nach Augenmaß einfach mitgehen, nach Gefühl, wie groß so eine Masche sein müsste. Okay, wir sind jetzt ein paar Zentimeter bevor dem Stopper und ich mag gerne dann schon mal auf die andere Seite gehen, wenn wir noch ein bisschen Platz haben, weil das mit einem Reißverschluss und einem Täschchen besser funktioniert, als wenn wir komplett bis zum Ende häkeln. Wir häkeln jetzt darüber drei Luftmaschen, dazu einfach Faden holen, durchziehen, Faden holen, durchziehen und Nummer 3 durchziehen. Genau. Und dann gehen wir jetzt einfach auf die gegenüberliegende Seite des Reißverschlusses und stechen da auch einfach ein und häkeln in festen Maschen genauso wie vorher weiter. Also wir holen da auch den Faden hoch. Schaut, dass ihr da immer sehr locker häkelt. Das funktioniert am besten. Nicht zu viel Spannung drauf. Und auch da die ungefähren Abstände einhalten, so ungefähr 3 mm von Masche zu Masche und da einfach immer wieder durchstechen und neue Maschen bilden. Und
Und so sieht das Ganze inzwischen aus. Und ich mache jetzt hier den Reißverschluss ein bisschen weiter auf. Das erleichtert uns das Arbeiten. Und auch hier haben wir bis zum Ende noch ein bisschen Platz. Das lasse ich auch so. Das funktioniert dann später einfach besser. Und auch auf dieser Seite häkeln wir jetzt 3 Luftmaschen, um auf die gegenüberliegende Seite zu gelangen. Achtet auch hier darauf, das locker zu machen, weil wir haben hier eine sehr, sehr dünne Häkelnadel. Und dann gehen wir jetzt auf die gegenüberliegende Seite und stechen da durch die Masche ein, und zwar unter beide Maschenglieder. Und häkeln hier eine feste Masche. Damit haben wir die Arbeit zur Runde geschlossen und ab jetzt können wir in der Runde weiterarbeiten. Ich wechsle zu meiner Haupthäkelnadel, zu der Lantern Moon, und wir werden ab jetzt in Spiralrunden arbeiten. Wir werden nicht starten und nicht beenden, sondern endlos weiter in Runden arbeiten. Ich möchte eine Basisrunde vorbereiten, die möchten wir in Stäbchen häkeln, und dazu brauchen wir erstmal die richtige Höhe. Also häkeln wir ein halbes Stäbchen, dazu einen Umschlag und wir gehen in die nächste Masche rein. Wir holen den Faden durch, also achtet darauf, dass wir immer unter beide Maschenglieder gehen. Wir häkeln jetzt durch die richtigen Maschen. Wir holen dann den Faden hoch und haben 3 Laschen auf dem Haken. Und dann ziehen wir den Faden durch alle 3 Laschen durch und das ist ein halbes Stäbchen. Jetzt ein Stäbchen. Wie geht das? Ein Umschlag, durch die nächste Masche stechen, den Faden hochholen und wir haben wieder 3 Laschen auf dem Haken. Faden holen, nur durch 2 ziehen und nochmal durch 2. Das ist ein Stäbchen. Und das wiederholen wir jetzt die ganze Zeit für die nächste Runde. Durchstechen, Faden hochholen, 3 Laschen auf dem Haken, Faden holen, durch 2 ziehen und Faden holen, durch 2 ziehen. Jetzt sind wir an diesem Luftmaschenbogen angekommen und auch hier häkeln wir Stäbchen und wir gehen einfach unter diesen Luftmaschenbogen und häkeln die 3 Stäbchen einfach drum herum. Also wir stechen nicht durch Maschen, sondern arbeiten uns einfach drunter durch und holen da den Faden hoch. Ja, und dann auf der anderen Seite stechen wir wieder in die normalen Maschen ein und behäkeln auch die andere Seite mit Stäbchen. Und so sieht die andere Seite aus. Ich habe auch hier 3 Stäbchen um den Luftmaschenbogen gehäkelt. Und nun wollen wir mit dem eigentlichen Muster der Luna Bag anfangen. Wir brauchen eine gerade Maschenanzahl. Wenn das aber nicht so ist, das ist kein Problem. Ich zeige euch, wie wir das Ganze lösen können. Dieses Muster werden wir mit vorderen und hinteren Reliefstäbchen häkeln. Wie geht ein vorderes Reliefstäbchen? Dazu ein Umschlag und wir gehen nach hinten um eine Masche drumherum und kommen von hinten nach vorne wieder raus. Dann holen wir den Faden, ziehen diesen hoch, 3 Laschen auf dem Haken. Wir holen den Faden wie bei einem ganz normalen Stäbchen, ziehen es durch 2 und nochmal durch 2. Jetzt ein hinteres Reliefstäbchen, dazu auch ein Umschlag. Und diesmal stechen wir von hinten um die Masche und wieder nach hinten. Dann holen wir da den Faden hoch, wieder ein Umschlag und wir ziehen das durch 2 Laschen durch, ein Umschlag und nochmal durch 2.
Also das hintere Reliefstäbchen von hinten. Und jetzt folgt wieder ein vorderes. Wir stechen von vorne nach hinten und kommen wieder nach vorne raus, um die Masche, Faden holen, hochholen. Wir haben wieder drei Laschen auf dem Haken, durch zwei und durch zwei. Und jetzt folgt wieder ein hinteres. Also von hinten stechen wir nach vorne, um die Masche drumherum, Faden hochholen und durch zwei ziehen und durch zwei ziehen. Und das ist das, was wir die ganze Zeit machen werden. Ein vorderes Reliefstäbchen und danach ein hinteres Reliefstäbchen immer wieder im Wechsel wiederholen. Und wir stechen nicht durch die eigentlichen Maschen ein, sondern ihr seht, wir umhäkeln immer die Stäbchen, also den langen Körper eines Stäbchens umhäkeln wir. Und wir stechen nicht durch die oberen Maschenglieder. Und so sieht die Arbeit inzwischen aus. Das ist die erste Runde mit vorderen und hinteren Reliefstäbchen. Meine letzte Masche in dieser Runde wird ein vorderes Reliefstäbchen sein und das häkeln wir jetzt mal schnell. Nun müsste ein hinteres Reliefstäbchen kommen, aber das ist es nicht. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen schummeln. Wir werden jetzt die Masche, die ich bereits benutzt habe, nochmal verwenden, um zwei Maschen zu häkeln. Und zwar werde ich da jetzt ein hinteres Reliefstäbchen um die gleiche Masche häkeln, damit wir eine gerade Maschenanzahl erhalten. Also wer das jetzt schon hat, der muss das nicht machen. Aber ich benutze jetzt einfach eine Masche zweimal und fertig ist unser ganzes Muster. Und als nächstes folgt einfach ein vorderes Reliefstäbchen über ein vorderes. Und danach häkeln wir ein hinteres Reliefstäbchen über ein hinteres. Und das ist unser Ziel. Also wir werden jetzt für das ganze Täschchen das wiederholen. Vordere Reliefstäbchen über vordere Reliefstäbchen und hintere Reliefstäbchen über hintere Reliefstäbchen. Und das könnt ihr ganz gut sehen, wenn die Stäbchen vorne sind, also nach vorne kommen, das Relief vorne ist, sind es auch vordere Reliefstäbchen. Und wenn die Stäbchen nach hinten ihr Relief haben, sind es hintere Reliefstäbchen. Wenn ihr also die Arbeit später aufnehmt, habt ihr es nicht so schwer, das Ganze dann wieder zu finden oder zu erkennen, welches Stäbchen ihr denn jetzt häkeln müsst. Und das Ganze häkelt ihr jetzt tatsächlich in Runden, ohne eine Runde anzufangen oder zu beenden, so lange, bis euer Täschchen lang genug ist. Also das ist der ganze Häkelspaß, den wir jetzt machen werden. Und das ist die Magie. Das ist das Geheimnis dieses wundervollen Musters. Wir wiederholen das Ganze, bis das Täschchen lang genug ist. Und so sieht das Täschchen inzwischen aus. Ihr seht, es ist recht elastisch und es fühlt sich sehr, sehr toll an. Also es fühlt sich sehr weich an und ich mag das gerne anzufassen, diesen Rippenlook zu fühlen. Es ist ein schönes Täschchen. Ja, und jetzt wollen wir noch bis zum Ende dieser Seite häkeln. Also ich häkle im gleichen Muster mit vorderen und hinteren Reliefstäbchen bis zu der Seite, um das dann später zu verschließen.
So, lass uns das mal kurz überprüfen. Ja, das sieht gut aus. Wir haben auf jeden Fall die Ecke erreicht. Und jetzt wollen wir ein bisschen das Level runtergehen und wir häkeln ein halbes vorderes Reliefstäbchen. Wir gehen durch alle drei Laschen auf einmal durch. Und um in der Höhe ein bisschen nach unten zu kommen, häkeln wir noch eine Kettmasche. Wir ziehen den Faden einfach durch alles durch. Dann machen wir einen Reißverschluss auf und wir drehen das Ganze auf die andere Seite, um jetzt das Täschchen zu verschließen. Wir stechen durch die Masche von vorne unter beide Maschenglieder und gleichzeitig durch die hintere Masche, durch die gegenüberliegende Masche ein. Und dann holen wir den Faden, ziehen diesen durch die beiden Maschen hoch, zwei Laschen, Faden holen, durch beide ziehen. Und das ist die feste Masche, die ihr schon kennt. Wir verschließen das Täschchen praktisch mit festen Maschen durch beide Seiten. Und hier auch den Faden wieder hochziehen, zwei Laschen auf dem Haken, Faden holen und durch beide ziehen. Und das machen wir jetzt entlang des Bodens, genauso bis dieser geschlossen ist. Um den Faden zu befestigen, häkle ich jetzt noch eine Kettmasche und jetzt können wir auch schon den Faden abschneiden. Dann ziehen wir ihn einfach durch die Masche durch, durchziehen und festziehen. Ja, und dann nehmen wir unsere Wollnadel und können das Ganze vernähen. Und wir stechen hier einfach durch die Maschen in eine Richtung. Ihr könnt auch gerne die Fäden spalten, dann hält das Garn deutlich besser im Täschchen drin. So, dann schauen, dass alles locker ist, dass nichts spannt. Und dann stechen wir einfach wieder zurück, ungefähr. Es muss nicht genau sein, aber ungefähr. Und wieder Faden durchziehen. Und schauen, dass es nicht zu fest ist, sondern alles schön locker bleibt. Und dann können wir auch das abschneiden. Dann drehen wir das wieder auf die richtige Seite. Da können wir schon mal unser Werk des Vernähens bewundern. Wenn euch diese Enden hier Sorge bereiten, was ihr machen könnt, ist diese einfach übereinander legen und vernähen. Dazu braucht ihr schon eine richtige Nähnadel und passendes Garn dazu, aber ich lasse es einfach so drin, weil sie lang sind, stören sie tatsächlich nicht und es sieht auch nicht komisch aus. Aber was toll aussieht, ist dieses Täschchen. Schaut euch dieses Werk an. Das Täschchen wäre jetzt so schon fertig und ihr könntet es eigentlich direkt benutzen. Oh, ich mag diesen Look so sehr. Also Reliefstäbchen machen wirklich einen wunderschönen Look. Aber wir wollen ja jetzt noch ein Henkel anbringen und das werden wir jetzt tun. Da zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Dazu brauchen wir einen I-Cord. Los geht's! Wir starten mit einem simplen Knoten. Dazu lasse ich einen langen Faden, um diesen später besser vernähen zu können. Wir binden einen Kreis, legen den langen Faden darunter und ziehen diesen durch den Kreis durch. Und durch diese Schlaufe kommt der Haken. Wir ziehen fest, aber nicht zu fest. Jetzt brauchen wir zwei Luftmaschen. Dazu holen wir den Faden und ziehen diesen durch die Masche durch. Nochmal und durchziehen. Okay. Jetzt häkeln wir eine feste Masche durch die zweite Luftmasche vom Haken.
Wir stechen durch die Luftmasche ein, holen da den Faden, hochziehen durch die Masche, Faden holen und durch beide Laschen ziehen. Das ist eine feste Masche. Jetzt drehen wir die Arbeit. Wir drehen immer in die gleiche Richtung und hier an der Seite befindet sich jetzt, ja, sagen wir mal, eine neue Lasche, die sich an der Seite gebildet hat. Da gehen wir jetzt durch. Es ist nur eine da. Und jetzt holen wir den Faden und ziehen diesen durch diese Lasche durch und hoch. Jetzt haben wir wieder zwei Laschen. Und jetzt nochmal Faden holen, durch beide ziehen, eine neue feste Masche. Jetzt drehen wir das Ganze nochmal in die gleiche Richtung. Und jetzt haben wir zwei Laschen an dieser Seite. Also ab jetzt werden wir immer zwei haben und da gehen wir jetzt durch. Wir stechen da durch, holen den Faden und ziehen diesen durch, diese zwei Laschen durch. Und wieder zwei Laschen auf dem Haken, Faden holen und durch beide ziehen, eine neue feste Masche. Das machen wir jetzt die ganze Zeit. Also nochmal Arbeit drehen in die gleiche Richtung und wieder sind diese zwei Laschen da und wir stechen wieder durch. Holen den Faden, ziehen diesen hoch und wieder Faden holen, durch beide ziehen. Wenn ihr schlecht durch die Maschen kommt, dann achtet unbedingt auf eure Fadenspannung. Also wenn ihr da schlecht durchkommt, unbedingt den Faden viel, viel lockerer lassen, nicht so fest dran ziehen, dann geht das Ganze leichter. Ja, und jetzt wiederholen wir das Ganze einfach so lange, bis euer I-Cord, bis die Schnur lang genug ist. Ja, und so sieht die Arbeit aus, so sieht mein I-Cord aus, wenn es fertig ist. Ich mag den Look sehr, also es sieht wirklich sehr edel aus, wie Schmuck. Ich mag total diese Perlen, die entstehen, also die geben dem Ganzen immer einen sehr, sehr edlen Look, ein sehr schönes Aussehen. Und ihr könnt das für alles Mögliche verwenden, also wie gesagt für Schmuck, ihr könnt das für Kinderkleidung, Kindersachen, kleine Projekte verwenden. Ich benutze das jetzt hier für eine Tasche und an dieser Stelle schneiden wir einfach mal den Faden ab. Jetzt gehen wir mit dem Haken hier einfach rein und ziehen den Faden hier durch die letzte Masche durch. Ihr müsst ja nichts anderes machen, einfach durchziehen den ganzen langen Faden und festziehen. Genau. Und diese Schnur können wir jetzt an unser Täschchen dran nähen. Da greifen wir wieder zu unserer Wollnadel. Ich orientiere mich da an der Rippe, genau auf der Seite des Täschchens und nähe es einfach direkt an dieses Rippchen dran. Auf der Innenseite machen wir jetzt einen Knoten, befestigen so die eine Seite des Henkels und ich verstecke das Garn wieder dann in der Handarbeit wie zuvor. Super. Und dann machen wir das Gleiche auf der anderen Seite. Wir nehmen das andere Ende des Henkels und dann vernähen wir das auch auf dieser Seite.
Ja, und wenn ihr mit dem Vernähen fertig seid, tada, da ist euer wunderschönes Täschchen, das schöne Luna Bag. Viel Spaß damit, das ist wirklich ein tolles Projekt. Ich hoffe, das Video war euch hilfreich. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.